Gut, ja, dann herzlich willkommen zu unserer Präsentation heute der Frau bzw. Frau Umwelttechnik auch. Neben mir meine Kollegin, die Frau Angerer, sie wird dann auch den Frau Umwelttechnik-Teil eben vorstellen. Das ist immer sehr interessant auch für BOKU-Studenten, Absolventen, bieten mir auch Praktika an, aber dazu erzähle ich Ihnen dann genaueres auch während der Präsentation. Aufgebaut ist die kurze Präsentation eben, dass ich Ihnen ein bisschen etwas über die Power Group auch erzähle, ein paar Projekte auch herzeige. Dann wird eben die Frau Angerer auch über ihren Bereich erzählen, was sie da erwarten würde, falls sie bei uns einsteigen. Und dann auch noch allgemeine Details eben zur Bewerbung, zur Karriere bei der Power, wie sie einsteigen können, was es für Möglichkeiten für sie gibt. Genau, so ein kurzer Überblick. Rechts sehen Sie unser Headquarter im 10. Bezirk in Absbergasse. Genau, also wir sind eines der führenden Bauunternehmen in Österreich und auch europaweit tätig. Man sieht es hinter mir auf dem Roll-Up, 150 Jahre, beziehungsweise mittlerweile sogar 151 Jahre gibt es uns. Das Headquarter, wie gesagt, in Wien. Es gibt aber sehr, sehr viele Niederlassungen, also in ganz Österreich, kleinere Baustellenbüros. In jeder Bundeshauptstadt ist eigentlich auch eine Niederlassung mit Hochbau und Tiefbau vertreten. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten auch in Österreich. Genau, wir sind Unternehmer geführt und haben jetzt aktuell über 20.000 Mitarbeiter schon. Also wir sind auch in den letzten Jahren enorm stark gewachsen. Genau, unser Leistungsspektrum, also wir bieten eigentlich, ich werde immer gefragt, auf Messen zum Beispiel, was wir anbieten, eigentlich alles. Also es gibt nichts, was die Power Group jetzt nicht anbietet, also Hochbau, Tiefbau, Großprojekte, Spezialtiefbau. Wir haben viele Bereiche, wie zum Beispiel dann eben die Power Umwelttechnik, die Power Design und Engineering, wo unsere Architekten sitzen, die Power Equipment Services, wo die ganzen Maschinen verwaltet werden. Und auch noch viele Subfirmen, die man vielleicht jetzt nicht unter dem Namen Power kennt, aber die auch zu uns gehören, wie zum Beispiel die IAT, Karl Schwarzl, die Power Real. Also sehr, sehr viel. Wir wickeln sehr, sehr viele Projekte ab, haben Heimmärkte und Projektmärkte, in denen wir tätig sind, wo es auch Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Power gibt. Genau, da sehen Sie eben einen Überblick über diese Heim- und Projektmärkte. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen auch schon ein paar Power-Projekte auch vorstellen, die man jetzt vielleicht auch kennt oder die aus den Medien bekannt sind. Also hier das Palais Hansen-Kempinski im 1. Bezirk. Genau, also das Quartier Belvedere, ein sehr, sehr großes Projekt, das auch sehr viele Jahre in Anspruch genommen hat. Dann auch viele unserer Mitarbeiter, die eben nach in Katar mitgearbeitet haben beim Al-Wakfa-Stadion. Und auch zahlreiche Tiefbau-Infrastrukturprojekte, der Choralm-Tunnel, der Brenner-Basistunnel. Auch in Deutschland viele große Tunnelprojekte. Brücken, also wie gesagt, wir machen wirklich sehr viel. Hier in Polen auch noch eine Brücke. Genau. Und jetzt übergebe ich an meine Kollegin, die Frau Angerer, die Ihnen jetzt den sicher für Sie am relevantesten Teil auch der POR vorstellt. Ja, also wir haben uns überlegt, eben wenn wir die POR vorstellen, dass wir den Bereich Geothermie ein bisschen genauer vorstellen wollen. Ich bin selbst Kulturtechnikerin. Ich habe von 1994 bis 2001 Kulturtechnik studiert und habe in den letzten 10 Jahren dann eine eigene Abteilung in der POR aufgebaut. Wir arbeiten auch sehr viel mit dem Spezialtiefbau zusammen, aber wir selbst als Geothermie sind in der POR Umwelttechnik angesiedelt. Und wir bauen Erdwärmeanlagen, also hauptsächlich bestehend aus Erdwärmesonden, aber auch gemeinsam mit dem Spezialtiefbau, wo wir Schlitzwände und Ortbetonpfähle und Bodenplatten belegen. Und da habe ich ein paar Folien zusammengestellt, dass man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, was wir so machen. Grundsätzlich also sind wir nur im Bereich der oberflächennahen Geothermie tätig. Das heißt, es reicht bis in eine Tiefe von 400 Meter unter Gelände. Dort werden eben, wie gesagt, Energiepfähle, Schlitzwände, Erdkollektoren, flache und vor allem Erdwärmesonden hergestellt. Und diese Anlagen werden immer gemeinsam
mit einer Wärmepumpe betrieben. Das heißt, ich brauche schon einen gewissen Anteil an elektrischer Energie, um hiermit Bürogebäude oder Wohnhausanlagen heizen und kühlen zu können. Und es ist, für uns ist es das Ziel, dass wir halt das im innerstädtischen Bereich bei großen Objekten anwenden, weil halt besonders der Kühlbedarf in Wien bei Bürogebäuden manchmal sogar deutlich größer als der Heizenergiebedarf ist. Und die Anlagen sind auch ideal ausgelegt, wenn man einerseits im Winter damit heizt und andererseits im Sommer damit kühlt. So wird eben dieser ganze Wärmebedarf zuerst mal aus dem Boden entzogen und dann im Sommer aber durch das Kühlen wieder eingespeist. Und so habe ich eine ausgeglichene Energiebilanz und kann eigentlich erstens mal mehr Energie in Summe in beiden Saisonen verwenden aus dem Erdreich und wieder einspeisen und so die Anlage das ganze Jahr über nutzen, was natürlich auch sehr von Vorteil ist, weil ja doch gewisse Kosten damit verbunden sind, wenn man sich so ein System anschafft. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, das derzeit gebaut wird. Wir machen gerade eine Geothermieanlage für die BOKU. Und zwar wird das neue Wasserbaulabor am Brigittenauersporn im 20. Bezirk hergestellt. Und dort ist die ganze Baugrubenumschließung, also aus Schlitzwänden hergestellt worden, die belegt sind mit Absorberrohren. Und derzeit machen wir gerade die Pfähle. Das kann man sich vielleicht auch mal anschauen, wenn man in der Gegend ist. Ein Kollege von mir ist gerade erst vorbeigejoggt und hat gesehen, wie halt diese Anlage gebaut wird. Das ist jetzt da gerade noch bis Oktober, glaube ich, sieht man eben auch die Spezialtiefbaumaßnahmen und die Erdwärmebelegung eben von diesen Bauteilen. Und das ist eine Anlage, die fast 300 kW Heiz- und Kühlleistung dann in Summe bereitstellen wird. Ein anderes Beispiel ist gerade eine Wohnhausanlage im 20. Bezirk, neben dem Millenniumstower. Da wird die Bodenplatte belegt, wie man das sieht, mit diesen Absorberrohren und die Schlitzwandumschließung ist genauso belegt worden. Für Kulturtechniker sehr interessant sind so kombinierte Anlagen. Diese Anlage, das ist für ein Bürogebäude im 3. Bezirk zum Beispiel errichtet worden. Da hat man sich zuerst mal angeschaut, wie viel kann ich aus dem Grundwasser entnehmen, weil ja das immer die günstigste Form der Energiegewinnung ist, wenn man halt über Erdwärme spricht. Ist aber in dem Fall, also dort ist der Grundwasser-Aquifer nicht so ergiebig, deswegen musste man halt andere Bauteile wie die Bodenplatte und Erdwärmesonden auch noch errichten, um halt auf eine gute Grundlastabdeckung für dieses Bürogebäude zu kommen. Ja, und dadurch, dass ich halt Kulturtechnikerin bin und sehr viel Geologie natürlich auf der BOKU absolviert habe, ist natürlich die Geologie ja immer sehr stark im Vordergrund und wir machen auch sehr viele Planungsleistungen dadurch, weil halt irgendwie durch diese Ausbildung halt auf der BOKU halt irgendwie alles abgedeckt wurde. Man ist einerseits halt irgendwie hydraulisch ausgebildet und durch die Geologie, das merkt man immer so wieder halt auch, wenn man mit anderen Firmen zu tun hat, da haben wir halt schon einen speziellen Zugang und also in der POR gibt es insgesamt sehr viele Kulturtechnik im Bereich der Umwelttechnik und auch im Spezialtiefbau, weil das halt irgendwie alles abdeckt, das ganze Spektrum, das man auf der BOKU lernt. Genau, und wir machen dann immer so Testsonden, dann eine Wärmeleitfähigkeitsmessung im Untergrund und auf das wird nachher dann eine Sondenfeldplanung aufgesetzt. Da wird halt dann so das Sondenfeld eingegeben, lagerichtig und nachher über 30 bis 50 Jahre berechnet, was man da entnehmen und einspeisen kann. Ja. So schauen die Erdwärmebohrgeräte aus, eigentlich relativ unspektakulär, aber man kann doch in eine Tiefe von 250 Meter bohren. Die Leute sind manchmal ein bisschen enttäuscht, wenn wir dann anreisen, weil das klingt so tief und jeder stellt sich so ein großes Gerät vor, aber die Maschinen sind eigentlich relativ kompakt und einfach schnell, ja. Was auch wichtig ist natürlich für den innerstädtischen Baubetrieb. Ja, und grundsätzlich gibt es zwei Bohrverfahren, die da angewendet werden zum Herstellen von Erdwärmesonden. Einerseits das Spülbohrverfahren, das ist hauptsächlich im Osten von Österreich, da kommt es zum Einsatz und das Hammerbohrverfahren halt im Festgestein. Ja, und so schaut dann quasi das aus, was man dann noch sieht von einer Erdwärmeanlage. Es ist ja alles dann meistens unterm Gebäude oder unter den Außenanlagen und das ist dann ein Verteiler, der halt dann die Übergabe darstellt zur Haustechnik und dann geht halt der Hochbau weiter und dann ist eigentlich das alles, also der Rest, was man dann sieht von der Geothermieanlage, schaut dann so aus, wenn wir fertig sind mit unserem Bau. So, ich glaube, das war's auch jetzt schon. Gut, dann vielleicht auch für Sie natürlich interessant, die Karrieremöglichkeiten bei uns. Wie bewerben Sie sich? Vielleicht hat sich der ein oder andere auch schon mal bei uns beworben. Genau, also bei uns gibt es Möglichkeiten, wie man einsteigen kann. Einf-
erstens mittels Praktikum oder Direkteinstieg. Es gibt auch Lehre, aber darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen, weil es wird wahrscheinlich für die wenigsten interessant sein. Also ein Praktikum ist bei uns grundsätzlich in allen Unternehmensbereichen möglich. Also österreichweit, da ist kein Bereich auch ausgenommen, auch im In- und Ausland. Wenn Interesse auch im Ausland besteht, vermitteln wir, da übergeben wir dann aber eher an die zuständige Niederlassung im Ausland. Wir unterscheiden zwischen Ferialpraktika und zwischen Volontariaten. Also Ferialpraxis kann man machen in den Sommermonaten, zwischen 1 bis 3 Monaten, sage ich jetzt mal, also Juli, August, September. Und dann gibt es auch noch Volontariate bzw. unterjährige Praktika. Die sind von 1 bis 6 Monaten möglich, ganz egal, welches Monat, also man kann jederzeit auch starten. Wir bezahlen eigentlich jedes, also Volontariat nennen wir es zwar, aber das ist auch bezahlt. Wir bezahlen sowohl Schülerinnen als auch Studentinnen. Genau, das gibt dann eben bei uns auch die Möglichkeit, eine Abschlussarbeit auch zu verfassen. Da muss man dann eben an die jeweilige Führungskraft bzw. an jemanden aus dem Bereich mit einem konkreten Thema schon wünschenswerterweise herantreten. Und dann ermöglichen wir das schon, dass wir die auch bezahlen. Genau, die zweite Möglichkeit, die Sie haben, ist mittels Direkteinstieg. Wir nehmen sehr viele Absolventen, die noch wenig Berufserfahrung haben, sage ich jetzt mal. Es sind vielleicht ein paar Praktika. Also da gibt es bei uns auch sehr viele Möglichkeiten, direkt nach dem Studium, nach der Schule einzusteigen. Klassisch steigt man bei uns eben ein als Bautechniker, technischer Angestellter in allen Bereichen, also in der Bau, eben im Spezialtiefbau für Sie sicher am interessantesten oder dann eben in der Bauumwelttechnik. Sie können sich auch jederzeit initiativ bewerben, mit vollständigen Bewerbungsunterlagen oder eben auf ein konkretes Stellenangebot. Also bei uns ist es so, wenn Sie auf unsere Homepage schauen, wir haben hunderte Stellenangebote ausgeschrieben, weil wir wirklich jedes einzelne, in jedem einzelnen Baustellenbüro, in jeder einzelnen Niederlassung auch einen Bautechniker ausschreiben, genau dem Einsatzort. Also das kann sein, dass wir in Niederösterreich da 10 Bautechniker ausgeschrieben haben für Wiener Neustadt, für St. Pölten, für Amstetten, für Pfaffstetten, für Gänserndorf, weil wir einfach so viele Niederlassungen noch haben. Genau, und wir dürfen auch, also wir bekommen oft E-Mail-Bewerbungen, ich schreibe dann eh immer zurück, aber es ist leider aus Datenschutzgründen nicht möglich. Ich kann Ihnen aber versichern, wenn Sie sich online bewerben, kommt die Bewerbung zu mir und wird genauso bearbeitet, als würden Sie mir direkt eine E-Mail schicken. Also wir dürfen es halt leider nicht mehr entgegennehmen per E-Mail. Genau, und wir haben auch sehr transparente Einstiegsgehälter. Also wenn Sie jetzt nach dem Bachelor bei uns einsteigen, sind es ab 2724 € brutto für 39 Wochen. Also wir haben vorgefertigte Einstiegsgehälter für Schulabsolventen, für Bachelorabsolventen und dann auch für Masterabsolventen. Genau, vielleicht auch noch kurz zu Teilzeitanstellungen. Das ist für uns grundsätzlich auch möglich. Ich sage aber immer dazu, so der klassische Einstieg während des Studiums ist eigentlich das Praktikum im Sommer oder auch unterjährig. Und wenn man dann eine gute Zusammenarbeit feststellt oder der Student dann gerne weiterbleiben möchte, ermöglichen wir das schon. Aber dass man gleich direkt mit einer Teilzeitanstellung anfängt, ist bei uns eher selten. Also es ist meistens schon, dass man dann vom Praktikum her übernommen wird. Genau, also wie können Sie sich jetzt bewerben? Am besten über die Karriereseite der POR unter karriere.por.at. Da finden Sie auch dann den Reiter Jobbörse, wo Sie dann auch nochmal filtern können nach Praktika, nach Vollzeitanstellung, welches Land interessiert Sie, wo möchten Sie gerne arbeiten, ist das eine Einsteigerposition, ist das eine Position mit mehr Berufserfahrung und wichtig ist halt auch mit vollständigen Bewerbungsunterlagen. Also wirklich ein schöner Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Zeugnisse, Dienstzeugnisse, Abschlusszeugnisse. Also wenn man da mal alles hochgeladen hat, ist schon sehr viel gewonnen, sage ich jetzt mal, gerade als Einsteiger. Da gibt es noch nicht so viele Unterschiede zwischen den Lebensläufen. Und da schaut man dann halt schon drauf, ob die vollständig sind und fehlerfrei. Genau, und bei uns, also grundsätzlich gibt es in keinem Bereich Assessment Center. Es sind wirklich immer Bewerbungsgespräche, meistens eine Runde, oft aber auch 2 Runden, wo Sie dann das Team auch kennenlernen oder eine Person aus dem Team. Aber Assessment Center gibt es bei uns eigentlich. Genau. Ja, hier nochmal zusammengefasst, was wichtig wäre zum Hochladen, also Motivationsschreiben, das fehlt auch sehr oft, aber das ist gerade das, was auch sehr wichtig ist, damit wir sehen,
gerade im Praktikum, in welchem Bereich möchten Sie arbeiten, was interessiert Sie, sind Sie sehr flexibel vom Einsatzort Wien, die Umgebung, soll es, keine Ahnung, irgendein anderes Bundesland sein, möchten Sie im Ausland arbeiten, wie viele Stunden möchten Sie arbeiten, also das kann man dann eigentlich alles ins Motivationsschreiben auch reinpacken. Genau. Gut, das war es eigentlich auch schon von unserer Seite. Vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank. Es ist jetzt doch schneller gegangen als gedacht. Sehr interessanter Vortrag, sehr guter Einblick. Ich muss sagen, es ist sehr löblich, dass Sie auch Volontariate bezahlen, weil auch selber Studentin steht man manchmal davor und denkt sich, man will sogar gern was machen. Allerdings ist man angewiesen, wenn man irgendwie Wohnung, WG oder irgendwas bezahlen muss, dass man einfach auch ein monatliches Einkommen hat. Das ist sehr toll. Falls Sie, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben, bitte einfach im Chat schreiben oder persönlich stellen. Es wäre jetzt die Möglichkeit, alle jegliche Fragen abzudecken. Und ja. Da war noch keine Frage. Also es ist auch alles, was eben betrifft, eben Job, also in Ausland, Inland, irgendwas, also gar nichts. Ich hätte eine kleine Frage. Bitteschön. Und zwar die Ausschreibung bei BOKU Online, also bei BOKU Online, bei der BOKU Jobstore, der Plattform Alumni. Mhm. Das war ja praktisch schon fürs Praktikum auch, oder? Also ich habe Bewerbungsunterlagen geschickt und bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier nochmal praktisch eine Bewerbung schreiben soll. Oder ob das jetzt schon ausreicht dafür zu sagen, das ist meine Frage. Genau, haben Sie schon online auch hochgeladen? Ich habe sie Ihnen geschickt bei der Alumni-Seite, war eben diese Ausschreibung. Wahrscheinlich. Und der E-Mail-Adresse habe ich geschickt und ich weiß nicht ganz, ob das weitergeschickt worden ist oder so. Ja, das kann wahrscheinlich ich besser beantworten. Also die ist an mich gegangen, die Bewerbung, und ich habe sie dann der Frau Heftner weitergeleitet. Und sie sind ja ganz, also wie ich sehe auch im Namen, sind danach eh der erste Kandidat gleich bei uns. Ja, okay. Das heißt. Okay. Ach, super, perfekt. Okay, vielen Dank. Da ist noch eine Frage im Chat gekommen, wenn Sie Chatfenster klicken. Okay, das heißt, das Praktikum im Bereich Power Umwelttechnik, das ausgeschrieben ist. Oder? Also grundsätzlich, ja, Praktika, also von der Vorerfahrung her gibt es da eigentlich nicht allzu viel Vorerfahrung, die man haben sollte. Also Student an einer relevanten Studienrichtung ist teilweise auch ausreichend für ein Praktikum bei uns. Also da braucht man jetzt keine großartige Vorerfahrung. Ich kenne jetzt natürlich nicht den gesamten Lebenslauf, aber wenn man sich bewirbt, wir versuchen auf jeden Fall im Bereich Umwelttechnik, der natürlich auch noch größer ist, also wo es noch viele andere Möglichkeiten gibt, dass wir dann einen Platz finden. Und wir haben auch viele Plätze. Also wir haben sehr viele Praktikanten unterjährig und auch im Sommer bei uns. Also gerne einfach initiativ bewerben oder wir schreiben im Herbst auch immer Praktika aus. Weil eine Frage heute an mich persönlich schon gestellt wurde, dieses Praktikum oder Volontariat, was Sie jetzt eben uns ausgestellt haben, ist es wirklich nur im Bereich Umwelttechnik oder kann man es eben auch in anderen Bereichen machen? Weil mich jetzt einfach selber die Frage stellen, für alle, die es interessiert. Ja, nein, also sehr gerne. Wie gesagt, wir haben auch viele BOKU-Studenten, gerade im Bereich Tiefbau, Spezialtiefbau bei uns. Da gibt es auch Praktikamöglichkeiten. Wir haben eben jetzt nur das Praktikum auch online gestellt, weil die Frau Angerer heute auch dabei ist von der Umwelttechnik. Aber in jedem Bereich, wie gesagt, man gibt keine Einschränkungen im Spezialtiefbau oder auch im Hochbau. Also bei uns ist das jetzt nicht so streng. Es gibt viele, die einen Tiefbauabschluss gemacht haben und dann im Hochbau starten oder umgekehrt. Also nachdem, wo die Interessen da auch liegen. Sehr gut. Gibt jetzt noch irgendeine Frage von irgendjemand, weil sonst würde ich die Aufzeichnung beenden und dass wir dann zum Speed-Dating übergehen, weil wir doch eben einige Teilnehmerinnen heute haben. Aber wenn nichts kommt, dann würde ich sagen, ich beende mal die Aufzeichnung.